Ich grüße dich ganz herzlich zur dieswöchigen Montagslichtarbeit der Diana Cooper School of White Light. Mein Name ist Sabine Spandl, ich bin Lehrerin aus Österreich für Einhörner, Engel und Aufstieg. Und ich habe dir heute eine besondere Einhorn-Meditation mitgebracht. Und zwar werden wir uns der Reinigung widmen, der Klärung und Aktivierung unseres 12-Chakren-Systems. Aber mit Hilfe der Einhörner. Das ist eine wundervolle, hochschwingende Meditation und ich freue mich wirklich schon sehr, möchte aber gerne vorher noch ein paar Worte zum Thema Reinigung sagen. Das ist ein wichtiges Thema und wir haben auch gerade auf Facebook in der Gruppe einen Themenschwerpunkt. Eben zum Thema innerer und äußerer Reinigung, weil jetzt im Spätherbst beginnt dann schon langsam die dunkle Jahreszeit, uns zu rufen zum Rückzug, zur Innenschau, zur Ruhe und eben auch zum Herbstputz. Zum Herbstputz, zum Herbstschmuck, die Qualität der Jahreszeit einfach ganz aufnehmen. Ich habe hier die Sonnenblumen mitgebracht, um auch diesen Akzent mit hineinzubringen und werde dich jetzt mitnehmen auf einen Einhorn-Herbstputz durch dein fünfdimensionales Chakrensystem. Finde eine bequeme Sitzposition und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Schließe deine Augen, wenn du das möchtest. Und komm mit jedem Atemzug mehr bei dir an. Vielleicht spürst du, dass ein bisschen Unruhe ist in deiner Aura, um dich herum. Das ist okay, das darf sein. Lass diese Unruhe, so sie da ist. Wenn sie nicht da ist, ist sie nicht da. Und wenn sie da ist, dann lass sie geschehen. Und beobachte, wie sie weniger wird, wie sie ruhiger wird. Wie du dich klärst und beruhigst und auch deine Aura klarer und ruhiger wird, wie Wasser, das trüb war, weil der Grund aufgewühlt war und wo sich diese Schwebstoffe langsam setzen und das Wasser immer klarer wird. Und immer mehr vom himmlischen Licht widerspiegeln kann. Gehe dann mit deiner Aufmerksamkeit hinunter zu deinen Füßen und lass herrliche, silberne, goldene, energetische Wurzeln hinunterwachsen in die Erde hinein. Bis zum Herzen der Erde, wo sie auf einen wunderschönen Kristall treffen und um den wickeln sie sich dreimal fest herum. Einmal, zweimal, dreimal, sodass du fest im Herzen der Erde verankert bist. Und herrliches kristallines Licht strömt hinauf durch deine Wurzeln, durch dein Erdsternchakra, hinein in deine Füße, Beine, deinen Hüftraum, Bauchraum, Brustraum, wo dein Herz sich schon öffnet. Um diese herrliche Energie in Empfang zu nehmen, sich von ihr durchfluten zu lassen
und sie nach außen zu strahlen und zu strömen, nach vorne, nach hinten, rund um dich herum. Und du fühlst oder nimmst wahr, wie die Energie sich weiter ausbreitet, sodass du in Schultern, Armen, Händen, Hals und Kopf vollkommen von der herrlichen Erdenergie ausgefüllt bist. Und gehe dann mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herzzentrum. Finde dort dein goldenes Band und folge ihm durch deine höheren Chakren hinauf, aus deinem Kopf hinaus, nach oben, hinein in den Himmel, das Universum, durch die Dimensionen hindurch, bis hin zur Quelle. Und dort im Herzen der Quelle, wo dein ewiger Name geschrieben steht, dort siehst du dein goldenes Band fest angebunden. Und sofort fließt rein weißes göttliches Licht zu dir herunter. Durchflutet deine außerkörperlichen Chakren, fließt in deinen Kopf hinein und füllt dich von oben langsam hinuntergehend vollkommen aus. Nimm dir ein paar Momente, deinen Körper genau anzusehen, hinzuspüren, wo diese Energie frei fließen kann. Und wo noch etwas ist, das gereinigt werden möchte. Vielleicht spürst du, dass du die Energie gleich in die Erde leiten möchtest. Dann erlaube dies. Durch deinen Hauptenergiekanal hindurch strömt die Energie hinein in die Erde. Und mit ihr geht alles, was du jetzt nicht mehr brauchst, was du bereit bist loszulassen, sodass es vom Licht und von der Erde transformiert wird. Vielleicht hat dein Licht aus der Quelle nicht nur die Farbe Weiß, sondern auch andere Farben. Lass dies geschehen und lass das Licht durch dich hindurch fließen, von dem du es wahrnimmst oder von dem dein Herz dir sagt, dass du das jetzt gerne hättest. Die Farbe darf sich auch ändern. Genieße dies einen Moment. Nimm das heilende Licht auf, egal in welcher Frequenz, egal in welcher Farbe. Spür, wie deine Zellen es aufsaugen, wenn es genau das ist, das sie brauchen. Komm dann langsam mit deiner Aufmerksamkeit zu dir zurück und nimm wahr oder stell dir vor, wie sich dir Einhörner nähern, vielleicht auch Einhörner mit Flügeln, sogenannte Pegasi,
Und diese Einhörner und Pegasi hängen einen ganz hauchzarten, leichten Lichtmantel über deine Schultern. Und eine Kapuze über deinen Kopf. Und an deiner Vorderseite wird dir geschlossen. Bis hinauf zu deinem Kinn. Die Kapuze geht bis in die Stirn. Und unter deinen Füßen ist er auch, sodass du vollkommen eingehüllt bist von diesem wunderbaren, herrlichen Lichtmantel, der dein Licht schützt. Und dir erlaubt, offen zu bleiben, in der hohen Schwingung im Licht zu bleiben. Und so geschützt und in dieser Freude nimmst du dich jetzt selbst wahr oder stellst dir vor, wie du auf einem wunderschönen, besinnlichen Weg am Rand eines magischen Waldes gehst. Nimm die schönen Wildblumen wahr und die ganze Natur in ihrer vollen Pracht. Vielleicht spürst du, dass ein leichter Wind weht, der ganz sanft über deine Haut streicht. Vögel sitzen in den Bäumen und singen ein wunderschönes Lied. Vielleicht siehst du auch Vögel, wie sie oben, hoch über dir, auf ihrem Weg in ihr Winterquartier sind. Die Sonne scheint. Und es ist ein wundervoller Spätsommernachmittag. Alles ist ganz fein und freudig. Und du spürst, wie das Leben durch deinen Körper strömt, dich erfüllt. Du hast Kraft. Du fühlst Freude und fühlst dich einfach wohl in deinem Körper und an dem Platz, an dem du dich befindest. Und du gehst los und tauchst in den Wald ein und kommst auf eine sonnige Lichtung. Da steht schon ein Einhorn und wartet auf dich. Es fordert dich auf, zu ihm zu kommen. Und während du dies tust, bist du von seiner erstaunlichen Energie der Reinheit, der Liebe und des Lichts umgeben. Das Einhorn bietet dir eine 12-Chakren-Heilung an. Mit voller Freude nimmst du das Angebot an und es bittet dich, dich auf den weichen, warmen, moosigen Boden hinzulegen. Ganz weich und duftig ist dieser herrliche Boden. Und sobald du dich hingelegt hast, beginnt das Einhorn mit deinem Erdsternchakra. Berührt es mit seinem Horn, um es zu klären und zu heilen. Visualisiere, wie dein Chakra, das sich etwa 15 cm unter deinen Füßen befindet,
in der wunderschönen Energie von flüssigem Silber aufleuchtet. Ganz leicht integrierst du Geist und Materie. Das Einhorn bewegt sich zu deinem Wurzelchakra. Es richtet sein Horn auf das Chakra, um es zu berühren und zu klären. Die Einhornenergie heilt alles, was mit deiner Sicherheit in Verbindung steht. Du weißt, dass du immer sicher und beschützt bist. Du weißt, dass all deine physischen Bedürfnisse mit Leichtigkeit erfüllt werden. Sieh, wie dein Wurzelchakra leuchtet im wunderschönen fünfdimensionalen Platinlicht mit Diamantschimmer. Das Fundament deines Lebens ist Freude und Glückseligkeit. Das Einhorn bewegt sein Horn zu deinem Sakralchakra, etwa 4 Finger unterhalb des Nabels. Berührt es und klärt es. Mit seiner Energie heilt es alles, was mit Sexualität, Vergebung, Fülle und Kreativität in Verbindung steht. Visualisiere, wie dieses Chakra in einem wunderschönen, zarten Rosa leuchtet. In diesem Raum bist du transzendente Liebe. Dein Einhorn bewegt sich hinauf zu deinem Nabelchakra und berührt es mit seinem Horn, ungefähr 2 Finger unterhalb des Nabels. Hier arbeitet es an Bereichen, die deine Emotionen und deine Geselligkeit betreffen. Das Chakra strahlt ein wunderschönes Goldorange aus. Nimm wahr, wie es leuchtet und hell scheint. Du bist ausgeglichen und mit allem, was ist, verbunden. Dein Einhorn richtet sein Horn auf dein Solarplexus-Chakra, um es zu klären und zu heilen. In der 5. Dimension hältst du deinen höchsten Selbstwert und du kennst deine Macht. Visualisiere dieses Chakra, wie es im herrlich leuchtenden Gold strahlt. Du bist alles und du hast alles. Dein Einhorn berührt und arbeitet jetzt mit deinem Herzchakra. Spüre die heilende Energie, die von aus seinem Horn in das Herzchakra fließt. Und die 33 Blütenblätter vollkommen öffnet. Das Chakra leuchtet in reinem Weiß mit Gold. Fühle, wie es überfließt in reine Liebe, Mitgefühl, Empathie, Verständnis, Vergebung und der Fürsorge für dich selbst und andere. Das Einhorn beginnt nun an deinem Halschakra zu arbeiten und lässt heilende Energie hineinfließen, klärt und heilt es. Du sprichst deine Wahrheit aus und bist in der Lage, dich wahrhaftig auszudrücken. Dein Wille ist auf den Willen Gottes ausgerichtet. Dieses Chakra strahlt ein elektrisierendes, majestätisches Blau aus. Du bist ein machtvoller Schöpfer und zusammen mit der Quelle manifestierst du das Leben, das du möchtest. Du kommunizierst mit erleuchteten Wesen als das erleuchtete Wesen, das du bist.
ein und richtet seine Aufmerksamkeit auf dein drittes Augechakra, um es zu klären und zu reinigen. Du vertraust deiner Intuition und siehst alles aus einer höheren Perspektive. Visualisiere dieses Chakra wie eine klare Kristallkugel, die im smaragdgrünen Licht leuchtet. Du kannst vollkommen klar mit der Quelle und den spirituellen Ebenen kommunizieren. Das Einhorn arbeitet an deinem Kronenchakra und lenkt sein Horn in dieses Chakra. Du fühlst deine Verbindung mit der Quelle und du weißt, wer du bist. Sieh das Chakra in einem wunderschönen, kristallklaren Licht mit strahlendem Gold. Nimm wahr, wie es hell leuchtet und hell scheint. Und es erlaubt dem Licht aus der Quelle hier einzuströmen. Du hast den Zugang zu göttlicher Weisheit und du hast die Macht eines aufgestiegenen Meisters. Dein Einhorn dirigiert sein Horn in dein Kausalchakra. Durch dieses Chakra, das erstmal hinter dem Kopf ist, ungefähr 10 cm hinter dem Kopf, und sich dann nach oben in die Chakrensäule reiht. Durch dieses Chakra empfängst du Informationen von höheren Lichtwesen, Geistführern, aufgestiegenen Meistern und Engeln. Und du erhältst Informationen, Inspiration und Botschaften von deiner Seele und Monade. Du bist mit der Energie des Mondes verbunden und das Chakra strahlt in einem leuchtenden Weiß, so wie der Mond. Das Einhorn richtet jetzt seine Aufmerksamkeit auf dein Seelensternchakra. 30 cm über dem Kopf und berührt es mit seinem Horn, um es zu klären und zu heilen. Nimm wahr, wie es einem strahlenden Magenta mit blauem Kern leuchtet. Dieser blaue Kern ist dein Zugang zu deinen Gaben und Talenten. Durch dieses Chakra kannst du auf sie zugreifen und sie für den Dienst am Göttlichen benutzen. Das Einhorn begibt sich nun hinauf zum Sternentorchakra und lässt die Energie aus seinem Horn in dein Chakra strömen. Dieses Chakra ist ein Portal in die sechste Dimension. Hier hast du direkten Zugang zu Informationen aus der Quelle. Dieses Chakra erstrahlt in herrlichem Gold. Und während dein Einhorn das Chakra klärt und ausbalanciert, nimmst du wahr, wie das Chakra hell leuchtet und sich mit der höheren Frequenz des goldenen Christuslichts füllt. Nimm wahr, wie du vollkommen dein Einssein mit der Quelle verstehst. Dein Einhorn bittet dich, für ein paar Minuten in diesem wunderschönen, heilenden Licht still liegen zu bleiben, während jedes Chakra die Heilung aufnimmt. Entspanne dich in den warmen Sonnenstrahlen. Und lausche den Vögeln, die in der Nähe singen.
Du bist weiter in der Energie des Einhorns, seiner Aura, aber auch in deiner Aura. Und deinem herrlichen Energiefeld, das gerade so viel klarer und kraftvoller geworden ist. Du fühlst, langsam ist es Zeit zurückzukehren. Und das Einhorn bringt dich wieder an den Waldrand. Danke dem Einhorn. Verabschiede dich. Und folge weiterhin dem Weg, den du zuvor gegangen bist. Nimm wunderbare, tiefe, beruhigende Atemzüge und bring dich selber sicher zurück in dein Zimmer. Beweg dich leicht und öffne die Augen. Ich hoffe, du hast die Reise genossen. Du kannst sie jederzeit wieder tun. Du kannst auch jetzt noch ein bisschen in der Energie verweilen. Du bist geschützt. Deine Energie kann. Ja, du kannst ein bisschen offen bleiben. Mit dem wunderbaren, geweiteten Energiefeld, gereinigt, geklärt und aufgeladen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.